Hallo liebe Fans des Dschungelirrsinns, ich melde mich wieder hier aus Brisbane in Australien. Es treffen immer mehr Dschungelcamper ein, sie fallen ein wie die Heuschrecken aus Deutschland hier in Australien. Heute angekommen Daniel Negroni, den kennt ihr vielleicht noch, der war bei DSDS mal Zweiter im Jahr 2012. Hat danach allerdings mehr durch Drogen und Alkoholeskapaden von sich aufmerksam gemacht. Wie geht's dir? Wie war der Flug? Mir geht's super gut. Ich wäre sehr, sehr verbunden, wenn ich dann langsam eine Dusche bekommen würde, weil ich habe selber einen Hund zu Hause und ich weiß, wie der stinkt, wenn er nass ist. Und ich fühle mich genauso, muss ich ehrlich sagen. Ja, wenn man von DSDS spricht, dann darf es auch ein bisschen Glamour sein. Er hat natürlich einen ganz besonderen Luxusgegenstand dabei, einen goldenen Klodeckel. Schau mal, ich mache nur den hier auf und dann siehst du schon, wenn ich das jetzt öffne, quasi. Oh, das ist die goldene Klobrille. Die goldene Klobrille, um quasi das Plumpsklo etwas erträglicher zu machen. Ich dachte mir, die Mädels werden es bestimmt feiern. Die werden mich dafür richtig lieben. Natürlich nicht ganz aus Gold, aber er blinkt und blitzert. Und damit möchte er natürlich die Damen im Camp erfreuen. Ob ihm das gelingt, das werden wir sehen ab Freitag. Denn da startet die neue Staffel von Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Bis dahin werde ich euch noch täglich weiterhin unterrichten, was hier noch so passiert mit den ganzen Wahnsinnigen. Bis dann, euer Marc. Muss ich ehrlich sagen.